Recht herzlich willkommen zur 146. Folge von Towns. Ja, letztes Mal haben wir hier die Äpfel alle geplündert. Naja, da wird jetzt noch was hoffentlich rübergebracht, damit wir das auch nutzen können. Und dann müssen wir schauen, wie es zum Beispiel hier weitergeht. Need Pick or Wild Pick. Und da ist das das Gleiche, okay. Hier ist doch ein Pick, oder? Ne, ist ein Schwein. Oder ein Boar. Ist der Eber, ne? Wild. Boar. Okay, geht das da auch rein oder muss man dann anders haben? Gute Frage, ne? Ist das auch ein Boar? Ja. Also ein Wildschwein eigentlich. Naja. Gut, gucken wir weiter. Oh, guck mal, wir haben gar nichts mehr hier. Nur noch einen roten da. Und haben wir hier überhaupt noch einen, der hier ist? Nein, das ist alles erledigt. Doch, da sind noch zwei, drei Sachen. Und die müsste man irgendwo mal hinstellen, ne? So ein bisschen Deko wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ist das hierbei? Yep. So, Dekorationen. Wo sollte man die hinstellen? Gute Frage, ne? Da ist einer drin. Was macht er da? Essen. Market. Ist da auch, okay. Hier haben wir schon so einen Käfig hingestellt, ne? Aber dann können wir ja hier auch noch einen hinstellen, oder? Warte mal nochmal. Habe ich das jetzt falsch gemacht? Richtig. So, jetzt wird er da hingestellt. Und er ist schon unterwegs, schneller als ich dachte, okay. Hier sind Truhen, da könnte noch einer hin. Hab ich natürlich keine Shift-Taste gedrückt, das machen wir jetzt mal. Dann kommt da auch einer hin. Und da ist eine Tür nicht abgeholt. Wo war die Treppe? Hier war die Treppe. Kann man da im Treppenhaus irgendwas hinstellen? Ich glaube nicht, ne? Das ist zu klein geraten. Das ist alles zu klein, da geht's auch nicht. Hier ist auch nicht möglich, ne? Da ist schwebend. Keine Ahnung, wo es dahin geht, ne? Hier wird was gehen. Ja, dann lass uns doch mal hier so einen goldenen Käfig hinstellen. Und wie ist das hier drüben? Haben wir auch ein Treppenhaus, ne? So, da geht's rum. Ja. Auch nicht wirklich, ne? Da haben wir schon einen. Und hier ist eine Taverne. Da kann auch einer räuchern. Haben wir dann schon alle weg oder haben wir noch einen? Wird er schon gebracht? Jo. Das heißt, wir haben noch einen. Hier oben im Atelier wäre noch was möglich. Da haben wir schon. Da. Hier ist ein Lager, da brauchen wir nichts reinmachen. Tja. Hier geht auch nichts hin. Nee, das ist jetzt hier nicht so dolle mehr dann. Hier war jetzt einer. Hier ist ja noch eine Etage, ne? Ach komm, dann kann da auch noch einer hin. Dann haben wir sie alle gesetzt, ne? Gut, dann machen die das. Passt schon. Okay, da wird weitergearbeitet. Da ist auch ein Dach drauf. Und hier noch nicht. Aber hier haben wir auch nichts mehr ausgewählt. Diese Löcher können wir dann alle zumachen, indem wir das dann stopfen. Da. So, und dann ist das ausgewählt. Dann machen die das zu. Und das gleiche können wir dann nochmal machen. Shift-Taste gedrückt halten wäre sinnig gewesen. Warte mal. Ich glaube, das geht sogar beides dann, ne? Weil da ist ja schon die andere Reihe. Und da müsste das ja auch gehen, oder? Achso, hier würde auch noch zugehen, ne? Gut. Okay, da fehlt sogar noch ein Stein in der Etage. Jetzt habe ich ihn geklickt und naja, passt. Haben die wieder auf jeden Fall was zu tun, ne? Da müssen wir dann noch weiter gucken, dass das da auch noch zu wird. Aber das soll erstmal reichen da. Ja, hier haben wir jetzt das Treppenhaus nach oben, aber wir haben 6 Helden und reichlich Zimmer. Also brauchen wir da erstmal nichts tun, das lassen wir so. Und hier unten haben wir 78 Leute. 6, 12, 24 sind eine Etage.
Sind das hier mehr wie 24? Ja. 9, 18. 18 und 24 sind 46, oder? 18 und 24, nee, Quatsch. Das sind 2 und 42, nee, oder? Ist auch egal. Warte mal, 3, 6. Da ist einer weniger. Also 48, 47 plus 6 ist 53. 53. Da sind gerade welche gekommen, also hatten wir noch Betten auf jeden Fall frei. Sind wieder 24. 53, 77, weniger 1 sind 76. Und dann die 6, 7, 8. Oder ist das auch noch einer? Dann sind es 9. 4, 76, 9, 85. Ah ja, hier haben wir auch noch was. Die haben wir noch gar nicht gezählt, ne? 8, 16. Ja, rundweg 100, also wir haben noch ein bisschen Platz. Passt schon. Gut, okay, lass uns mal runtergehen und gucken, was hier noch so los ist. Da haben wir auch einiges gemacht letztes Mal, so gewisse Stellen noch angebohrt. Ach, da war der Fluss, da dürfen wir nicht bohren. Jetzt haben wir Wasser auf dem Kopf. Hier zum Beispiel, sowas haben wir gemacht. Ja, das wäre jetzt noch hier gerade einmal, ne? Bisschen reinbohren und hier auch. Gucken, dass da keine versteckten Höhlen sind. Da haben wir sogar schon noch ausgehöhlt, also sollen sie aushöhlen. Das wegmachen. Ja. Oh, ja, das war das, was wir eingemauert haben, weil wir da schon Kasper rein gemacht haben. Ja, hier sind noch genug Gänge, die wir bearbeiten können. Ja. Hier könnte man dann auch noch weitermachen. Haben wir auch schon was ausgewählt. Nee. So. Mach das auch nochmal weg. Hier ist, ja, hier könnte man das auch noch machen. Und da. So, das weg. Hier haben wir schon ausgewählt. Hier ist Kohle zu finden sogar. Okay. Hier haben wir schon ein paar Laternen hingestellt, ne? Ich würde jetzt sagen, komm, zack, das weg. Ach, komm, zack, ganz weg. Und das auch weg. Haben sie was zu tun, ne? Ich glaube sowieso, dass es hier alles Steine vor allem sind, ne? Das könnte man komplett aushöhlen. Ja, sollen sie mal machen und das ist alles gut, denke ich mal, ne? Wird funktionieren. Achso, nee, nicht hoch. Runter wollen wir. Runter ist hier, okay. Hier war, ach, da ist sogar noch was ausgehöhlt. Geht also weiter. Und dann machen wir das mal so. Sollen die doch da weiter rein sich arbeiten. Da haben wir das auch. Und hier machen wir mal eine Autobahn aus dem Gang, ne? Können wir alles machen hier, zack. Da. 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 Ah, jetzt habe ich, glaube, daneben geklickt. Hier müssen wir hin, ne? Jetzt habe ich einen vergessen. Ist aber nicht schlimm. Zack. So läuft's. Jo. Da noch was weg. Da auch. Da.
das machen wir auch komplett weg. Fertig. So, haben sie genug zu tun. Tiefer waren wir noch nicht. Wo waren die? Ach, da sind die Ebenen. Naja, da haben wir nur noch diese Ebene. Ist nur noch eine. Oder? Ja. Müssen wir dann mal überlegen, ob wir noch tiefer gehen oder nicht. Aber wir sind ja erstmal hier noch zugange. Obwohl es auch halb so wild wäre, jetzt hier nochmal zu buddeln, ne? Ich würde jetzt favorisieren, hier das zu machen. Dicke Leiter. Und dick. So, dann können die da runter, ne? Sollen die mal da gucken, dass sie da hinkommen. Was holt er da weg? Kann man nicht sehen, ne? Ach, das war bestimmt ein Knochengerüst. Der macht da bestimmt eine Beerdigung. Gut. Ja, das ist dann auf Ebene 10 hier. Und dann müssen wir gucken, ob wir auf Ebene 12 runterkommen und wie es dann da aussieht. Da kommt jemand, aber der macht das nicht. Nein, das wäre auch sehr komisch, wenn das jetzt hier passiert, ne? Der läuft da lang. Holt er irgendwas Besonderes hier weg? Gucken wir das mal an, ne? Der läuft so, so. Wo läuft denn der hin? Wo läuft der hin? Da. Dort. Ach, der holt hier noch die Knochen weg, wa? Die räumen auf. Das waren eben auch Knochen, super. Jo, toll. Das ist auch wichtig, dass der Laden sauber ist. Damit es dann auch funktioniert. Naja, okay. Soweit ist das erstmal gut. Die sind alle lecker am Essen. Wir haben auch mal gar nicht reingeguckt, wie viel wir hier haben. Schauen wir jetzt mal. 3 Äpfel, 2 Birnen, 2 Brote. Hier gibt es ein Stück Kuchen. Da noch 2. Ja, geht eigentlich, ne? 8 Kaktusfrüchte haben wir jetzt auch mehrere. Was sagt die Happiness? 67 und wir haben 81 Leute. Oh, warte, 81. Wir haben eben einen Jingle gehabt. Das heißt, zack, 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 die müssen sich anziehen. Und die können wir eigentlich zuordnen, ne? Essen standen schon 2 rum. Erntehelfer, Holzfäller und Träger. Ich glaube, einen Träger können wir definitiv machen. Und ein Erntehelfer auch. Essen muss bleiben. Erstmal sein lassen. Holzfäller ist nicht verkehrt. Und dann machen wir noch einen Bergmann. Und die anderen drei... Boah, guck mal hier, der hat's raus, ne? Weil der so schön das gemacht hat, darf der auch gleich als Träger arbeiten. Die anderen sind noch dran. Gut. Gut, ja, wir müssen aber irgendwie mit dem Essen das auch noch erweitern, ne? Das ist das Nächste. Weil wenn das so ist, dann ist es ein bisschen wenig, oder? Machen wir hier noch ein paar rein hin. Jetzt weiß ich gar nicht, ob da irgendwie noch was umgeändert werden muss. Erstmal sieht es toll aus, oder? Ah, hier haben wir mal eine Wand gezogen, um die Angreifer da fernzuhalten, ne? Okay. So, die Ernten da. Irgendwann wird das umgegraben. Hier haben wir auch alles angepflanzt, ne? Ja. Hier wollten wir... Ach so, wir haben auch noch einen Berg, der abgebaut werden soll, ne? Passiert auch nichts komisch. Ja, machen wir mal dick hier nochmal. Vielleicht wird dann einer gedickt. Mein dick. Interessant, da ist mein, da ist dick. Komisch, ne? Ja, wäre schön, wenn da mal einer was macht. Mein. Dann kommt der Hahn da weg, ne? Okay, muss man mal schauen. Ja, da kommt keiner hoch und baut das ab, aber der hat auch noch andere Aufgaben, ne? Vielleicht müssen wir wieder irgendwie was sein lassen, dass die nichts mehr abbauen erstmal. Was bringen die denn da überhaupt hier hin? Was hat der da jetzt gemacht? Keine Ahnung, was das war, ne? Hier sind auf jeden Fall Bananenbäume, oder? Ja. Das sind blaue Radieschen, die wir hier haben. Weiß nicht. Ernten die da Früchte, ne?
Vielleicht sollten wir das mal reingucken, gerade nochmal bei den Früchten. Ja, Bananen haben wir tatsächlich drei und Radieschen ist auch eins da. Essen läuft, ne? Äpfel sind alle und Birnen sind alle. Jetzt gibt es gerade Südfrüchte. Ja, gut. Ja, die sind schon wieder voll, die Bäume, ne? Haben wir eben erst abgeerntet, oder? War doch letzte Folge eben. Dann sollen sie das nochmal machen. Dann haben die Erntehelfer was zu tun. Die sitzen nämlich wahrscheinlich hier wieder im Kämmerlein und lungern nur voll rum, ne? Gucken, wie wir kommen. Ja, da oben kommt eine ganze Armee. Die Armee besteht aus 4 Leuten, okay. Aber passt schon. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.